Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Heute gibt's bei mir Bärlauchcreme. Die Zeit, wo man frischen Bärlauch bekommen kann, die ist ja leider begrenzt, und zwar im Frühjahr. Bärlauchcreme ist ein super leckerer Dip. Den kann man zum Beispiel zu Kartoffeln essen. Man kann die auch aufs Brot geben. Vielleicht zu einem warmen, frischen Baguette. Schmeckt wirklich köstlich. An Zutaten für die Bärlauchcreme brauche ich jetzt zunächst natürlich gut 100 Gramm frischen Bärlauch. Dann habe ich hier 200 Gramm Frischkäse und ich habe 100 Gramm Feta-Käse. Ein Teelöffel rote Paprika, Rosenpaprika, ein paar Oliven, 3 Esslöffel Olivenöl und zum Würzen Salz und Pfeffer. Das Einzige, was ich jetzt im Grunde noch vorbereiten muss an Schnibbelarbeit, ist hier von meinem Bärlauch die Stiele entfernen. Für die Zubereitung brauche ich jetzt wieder hier meinen Mixtopf, wo ich meinen Stabmixer drauf tun kann oder wo ich meinen Stabmixer für benutzen kann. Und jetzt gebe ich einfach alles nach und nach hier in den Topf. Zunächst mal den Bärlauch. Dazu kommen jetzt die Oliven, der Feta-Käse und schon mal etwas von dem Frischkäse. Klein bisschen Öl gebe ich jetzt auch schon mal dazu. Deckel drauf, los geht's. Jetzt den restlichen Frischkäse. Das restliche Öl. Schon mal etwas Salz. Und den Rosenpaprika. Deckel wieder drauf. Mein kleiner Pürierer oder Zerkleinerer, der tut hier wirklich gute Dienste, wenn man hier die Konsistenz sieht. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Das ist so schön fein alles zerrührt. Da bin ich echt froh, dass ich den habe. Den kann man wirklich gut empfehlen. Jetzt fülle ich das Ganze hier oben in ein Schälchen. Noch garnieren mit ein paar kleinen Bärlauchstreifen. Bärlauch kann ja nie genug sein. Fertig ist die Bärlauchcreme. Schmeckt übrigens auch sehr, sehr gut zu salzigen Crackern. Das nur so als Tipp am Rande. Jetzt hoffe ich, mein kleines Rezept zur Bärlauchcreme hat euch gefallen und ist vielleicht eine Anregung, was man alles so mit Bärlauch machen kann. Weitere Rezepte von mir findet ihr in der Infobox, das verlinke ich euch. Und jetzt sage ich euch danke fürs Zuschauen, einen lieben Gruß hier aus meiner Küche. Bis bald, tschüss.